Programm sehr überrascht, und zwar sind es die Tschechoslowaken Radka Kovarikova und Reni Novotný. Er ist ein erfahrener Bursche, das ist schon seine vierte Partnerin, und es war erstaunlich, wie selbstsicher Radka mit ihren 14 Jahren in Leningrad ihre Kür lief. Vielleicht gelingen den beiden hier wieder so tolle Wurffiguren und Sprünge wie Leningrad. Ja, ein sehr schöner Doppelachsel. Ich bin einmal gespannt, wie Sie den Fehler beim Doppelachsel verkraften. Der gelang ja in Leningrad ganz ausgezeichnet. Ja, das sieht man bei Ihnen selten, dass Sie die Hebung nicht vollenden können. Das sind konditionelle Schwächen, anders lässt es sich einfach nicht erklären, denn Radka ist ja nur 45 Kilo leicht. Die beiden haben eine für das Eiskunstlaufen sehr beziehungsreiche Musik gewählt, Krieg der Sterne. Und es gibt immer wieder einen Krieg der kleinen Eissterne
was da hinter den Kulissen sich manchmal abspielt, das hat schon manche filmreife Qualitäten, liebe Zuschauer. Gunst und Kunst, das wird manchmal nicht nur von den Sachsen ein wenig verwechselt. Sie waren ja bei den Europameisterschaften in Leningrad hinter dem deutschen Meisterpaar Gläser-Wrengle Sechste, aber liegen jetzt um einige Plätze vor Anuschka Gläser und Stefan Wrengle. Aber ob sie diese Position mit der Kür haben verteidigen können, das wage ich zu bezweifeln. Sowas fällt den Preisrichtern natürlich auf, wenn eine Hebung nicht glückt. René Nowotny, 26 Jahre, seine Partnerin 11 Jahre jünger, und das ist der Trainer Ivan Reschek, ein Hobbytrainer, denn er geht dem Beruf eines Ingenieurs nach tagsüber. Die Tschechoslowaken trainieren erst seit 14 Monaten miteinander. Das ist seine vierte Partnerin und René ist sehr routiniert, aber er muss sich natürlich auch dem Entwicklungstempo seiner Partnerin etwas anpassen. Hohe Noten dennoch, 5,4 aus Kanada, das kann natürlich auch ein Werben um Koalition für die eigenen Paarläufer sein. Die 5,3 scheint mir durchaus gerechtfertigt, wenngleich diese kanadisch-angelsächsische Koalition 5-4-5-5 sehr auffallend ist. In der Wertung für den künstlerischen Eindruck, liebe Zuschauer, liegen die Noten in der Preisrichtermehrheit bei 5,3. Nein, eine Resultatsverbesserung gegenüber dem Originalprogramm kann es für die beiden nicht geben.